Herzlich willkommen zum Kurz-WebEx zur Nebis-Verbundtagung 2015. Die Nebis-Verbundzentrale freut sich, das Programm zur Verbundtagung 2015 am Donnerstag, 18. Juni, bekannt zu geben. Gerne möchte ich Ihnen in den folgenden Minuten das Programm vorstellen sowie das damit verbundene Anmeldeprozedere erläutern. Die Verbundtagung findet an der ETH in Zürich statt. Das Vormittagsprogramm und eine Programmschiene am Nachmittag finden im Raum HG E7 im Hauptgebäude der ETH an der Remichstraße 101 statt. Wir laden Sie herzlich ab 9.30 Uhr zu einem Empfangskaffee ein. Die Tagung wird um 10 Uhr durch den Verbundleiter Herr Andreas Kirstein eröffnet. Es folgt ein Grußwort durch den Hausherrn Herr Dr. Raphael Bahl, Direktor der ETH-Bibliothek, sowie ein Grußwort durch Frau Prof. Dr. Susanna Blickensdorfer, Präsidentin des Nebis-Steuerungsgremiums und Direktorin der Zentralbibliothek Zürich. Wir haben dieses Jahr das Konzept der Verbundtagung verändert. Wir möchten am Vormittag durch gezielte Fachvorträge ein eher managementinteressiertes Publikum ansprechen. Der Nachmittag wird dann zweigleisig angeboten, mit einer Schiene verbundener praxisorientierter Themen und einer zweiten Schiene mit Themen mit schweizweiten oder verbundexternen Inhalten. Somit hoffen wir, dass wir allen Mitarbeitenden im Nebis ein spannendes und attraktives Programm bieten können. Um 10.25 Uhr wird Herr Professor Magnus Pfeffer von der Hochschule der Medien in Stuttgart einen Keynote-Vortrag halten zum Thema Cloud Computing für die Verarbeitung von Metadaten. Auf den Keynote-Vortrag folgt um 11.15 Uhr der Leiter der Verbundzentrale, Herr Jürgen Küssow, mit Informationen aus der Verbundzentrale und dem Verbund. Das Vormittagsprogramm beschließen wird Frau Dr. Alice Keller von der Zentralbibliothek Zürich mit einem Vortrag zur Publikationskompetenz als neues Tätigkeitsfeld von Bibliotheken. Um 12.15 Uhr laden wir alle Teilnehmer zu einem Stehlunch ein, welches Gelegenheit geben soll, dass die Teilnehmer der Tagung miteinander ins Gespräch kommen können. Das Nachmittagsprogramm startet um 13.45 Uhr. An der diesjährigen Verbundtagung bieten wir Ihnen ein Parallelprogramm an. Das Programm mit Themen aus dem Nebis-Verbund bietet die folgenden Vorträge. Um 13.45 Uhr berichten Frau Priska Bucher und Herr Markus Zerbst von der Zentralbibliothek Zürich über das Projekt Retrospektive Kataloganreicherung mit Sacherschließungsdaten. Darauf folgt um 14.30 Uhr Frau Selina Merchi und das FCAT-Team der Verbundzentrale. Sie berichten über den aktuellen Stand RDA-GND und stehen für Fragen zum Ablauf der Schulungen und Kursinhalte zur Verfügung. Um 15.15 Uhr beschließen wir diese Programmschiene mit Frau Michelle Battig aus der Verbundzentrale, die über Primo Central und die Neuerungen in der Nebis-Recherche berichtet und Fragen hierzu gerne entgegennimmt. Parallel bieten wir eine Schiene mit einem Programm zu Themen aus der schweizerischen Bibliothekslandschaft an. Um 13.45 Uhr berichtet Herr Dr. Ueli Niedra von der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern über die geplante und im Bau befindliche kooperative Speicherbibliothek der Schweiz. Um 14.30 Uhr berichtet der Leiter des Alexandria-Verbunds, Herr Daniel Kohler, über die einjährige Erfahrung mit einem Bibliothekssystem in der Cloud und das Projekt, wie das neue Bibliothekssystem eingeführt wurde, insbesondere den Umgang mit dem Change Management. Um 15.15 Uhr wird die Programmschiene mit Frau Dr. Meda Hotea von der ETH-Bibliothek abgerundet. Sie stellt ETH-Orama vor, das ermöglicht über eine Karte auf urheberrechtsfreie, digitalisierte, georeferenzierte, zeitgenössisch und historische Inhalte aus Bibliotheks-, Sammlungs- und Archivbeständen der ETH-Bibliothek zuzugreifen. Um 16 Uhr kommen wir noch einmal zu Kaffee und Kuchen zusammen und lassen die Tagung ausklingen. Da das Anmeldeprozedere dieses Jahr über einen neuen Webservice gemacht wird, möchte ich Sie nachfolgend auf einige Spezialitäten aufmerksam machen. Nach Klick auf den im PDF hinterlegten Link gelangen Sie im Browser zu einer Website. Eventuell tritt dort die hier abgebildete Fehlermeldung auf,
bei welcher Sie auf Laden der Website fortsetzen klicken müssen. Es erscheint dann folgendes Dialogfeld. Hier müssten Sie den Benutzernamen und das Passwort eintragen, welches Sie mit der Einladung erhalten haben. Füllen Sie dann die angezeigte Maske aus und geben Sie bitte auch an, an welchem der Nachmittagsprogramme Sie teilnehmen möchten. Nach Klick auf Speichern kann es sein, dass eine der beiden abgebildeten Seiten erscheinen. Lassen Sie sich davon aber nicht verirren. Wir haben Ihre Anmeldung erhalten. Sollten nun nach diesem kleinen Exkurs zur Verbundtagung und zum Anmeldeverfahren noch Fragen offen sein, dürfen Sie sich gerne an Christina Matari wenden. Wir freuen uns bereits jetzt darauf, Sie an der Verbundtagung am 18. Juni begrüßen zu dürfen.